Mit den Aktienmärkten ist es wie mit Kindern, meine Damen und Herren. Wenn zu Weihnachten nicht üppige Geschenke reinregnen, dann ist die Stimmung massiv im Keller. Und dann kann man den Kindern oder den Aktienmärkten sagen, Mensch, du hast doch das ganze Jahr Weihnachtsgeschenke bekommen von den Weihnachtsmännern Paul und der Weihnachtsmännin Frau Lagarde. Aber das spielt dann alles keine Rolle. Man ist eben darauf eingestellt, die Weihnachtsrallye gehört gewissermaßen zum Grundanspruch der Aktienmärkte. Darauf haben wir ein Anrecht. Und deswegen werde ich jetzt mal hier diese Mütze aufsetzen. Fugi der Bulle, das steht da drauf und Sie wissen ja, wie bullisch ich bin und es ist ja durchschnittlich so, dass eben der Nasdaq etwa zwischen Thanksgiving, was ja morgen ist, und Weihnachten dann zwischen 2,5 und 4% durchschnittlich gewinnt. Also alles long, alles bullisch. Es ist die genialste aller Welten für die Aktienmärkte. Jetzt setze ich die Mütze mal kurz ab und komme wieder zur Realität. Denn es ist so, dass jetzt unglücklicherweise etwas dazwischen gekommen ist. Und das ist die Inflation und das ist die Reaktion der Politik, wie auch durch die Politik stark unter Druck gesetzt, eben der Fed, die hat eine hawkische Wende vollzogen, das ist heute einmal mehr klar geworden. Und dann kamen Daten vom Arbeitsmarkt, heute wird eigentlich kaum beachtet inzwischen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, aber die sind unter 200.000 gefallen, das war der niedrigste Wert seit 1969. Hier sehen wir mal die Erstanträge, wie sie in der Corona-Krise nach oben schossen und wie sie jetzt wieder nach unten schießen. Und so haben wir faktisch die Situation, dass wir die höchste Inflation seit 31 Jahren haben, aber die niedrigsten Arbeitslosenanträge seit 50 Jahren. Die Fed aber sagt, bisher, wir können die Zinsen nicht anheben, sonst sind die Märkte ein bisschen verstimmt. Und das sind sie ja auch. Es geht ja zunächst mal nicht um Zinsanhebungen, aber es geht darum, dass viele Fed-Mitglieder gesagt haben, ja, wenn die nächsten Arbeitsmarktdaten gut sind, die jetzt Anfang Dezember kommen, dann werden wir das Tapering ein bisschen beschleunigen. Dann werden wir also frühzeitig aus den Anleihekäufen aussteigen, indem wir die Reduktion erhöhen, also indem wir deutlich weniger pro Monat kaufen. Und diese US-Arbeitsmarktdaten, also die Erstanträge, das hat heute die Stimmung zwischendurch ein bisschen verhagelt. Wir haben dann auch den sogenannten PCE Price Deflator gesehen. Das ist eigentlich die favorisierte Inflationskennung für die Fed. Und hier sehen wir, das ist auf einem 30-Jahres-Hoch und ist nur ganz, ganz knapp einmal überboten worden. Also da schrillen die Alarmglocken für die Fed. Und Daly, die San Francisco Fed-Chefin, die eigentlich total im Camp der dovischen Mitglieder ist, also normalerweise nicht die Zinsen anheben will, etc., etc., die hat gesagt, ja, also wenn jetzt die Arbeitsmarktdaten stark reinkommen und das deutet, die heutigen US-Erstanträge etc. deuten darauf hin, dann müsse man eigentlich doch das Tapering ein bisschen beschleunigen und könnte dann auch mal die Zinsen anheben. Zinsen anheben, seid ihr wahnsinnig, wir wollen doch Party. Wir sind geeicht auf Weihnachtsgeschenke, aber das hatte vorher schon Clarida, Waller, Bostich und auch der gute Ballard, James Ballard, gesagt, also es verfestigt sich, am 15. 16. ist die Sitzung der Dezember, nämlich ist die Sitzung, nächste Sitzung der Fed, und da ist die Wahrscheinlichkeit inzwischen sehr, sehr groß, dass das Tapering dann deutlich schneller durchgezogen wird, mithin also weniger Liquidität den Aktienmärkten zugeführt wird. Auch der amerikanische Konsument ist jetzt nicht mehr scheu, was seinen Konsum betrifft. Wir sehen, die Sparquote ist jetzt 7,6% im Januar, 7,3% im Januar 2020, also unmittelbar vor der Corona-Krise war sie noch bei 7,6%. Also nichts mehr gespart, alles auf den Kopf gehauen. Hängt auch damit zusammen, dass die Leute eben Inflation erwarten und sich daher jetzt eindecken, auch mit Weihnachtsgeschenken sagen, möglichst früh kaufen, wer weiß, ob die ganze Chose dann später noch überhaupt da ist. Aber nochmal zurück zu den US-Arbeitsmarktdaten. Hier sehen wir mal die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Die war schon fast bei 1,70%. Das gilt so ein bisschen als magische Widerstandsmarke. Da muss die Rendite drüber, dann wäre das Feld offen bis zur 2,0%. Aber dann wundert wieder etwas nach unten gedrückt und so konnten sich die Aktienmärkte dann wieder ein bisschen erholen, die zwischenzeitlich schon ziemlich unter Druck gewesen waren. Heute 20 Uhr, meine Damen und Herren, da werde ich auch darüber berichten, die FOMC Minutes, also das FOMC-Protokoll mit der Frage,
Wird das Tapering beschleunigt? Dieses Protokoll ist ja von der letzten Sitzung, aber das unterliegt einer redaktionellen Bearbeitung. Da fließen dann teilweise schon noch Dinge ein, die später das Denken der FED repräsentieren. Darauf kann man gespannt sein. Wie gesagt, ab 20 Uhr werden wir bei Finanzmarktwelt darüber berichten. Und jetzt hat die FED natürlich eigentlich zur Unzeit dieses flexible Inflationsziel ausgerufen, denn die Inflation ist inzwischen so JWD nach oben geschossen, dass das Ganze ein bisschen lächerlich wirkt. Die Lächerlichkeit besteht darin, zu glauben, man könnte die Inflation einfach so kontrollieren, also einfach sagen, ja, es werde keine Inflation und dann wird keine Inflation. Das ist natürlich Bullshit. Die Fed hat vielerlei Stellschrauben, um manches zu beeinflussen, aber sie kann eben Materialmangel, Lieferkettenengpässe, Corona, Lieferprobleme etc. eben nicht beeinflussen. Also es zeigt mal einmal mehr die Hybris. Das ist ja kurz vor dem massiven Anspringen der Inflation hier beschlossen worden, dieses sogenannte flexible Inflationsziel. Nochmal zurück zu dem, was heute passiert ist. Wir sehen, jetzt wird es hässlich, was den US-Dollar betrifft. Der Dollarindex geht immer weiter nach oben. Euro-Dollar unter die Marke von 1,12 gefallen. Also da ist eine massive Dollarstärke normal ja nicht so richtig gut für die Aktienmärkte. Wir sehen, dass die Junk-Bond-Yields, also die Risikoprämien für Junk-Anleihen, für Anleihen mit schlechter Bonität, jetzt 10 Tage in Folge gestiegen sind. Also die Risikoprämien steigen 10 Tage in Folge. Das gab es seit September 2015 nicht mehr. Und wenn wir jetzt zu die Aktienmärkte kommen, meine Damen und Herren, hier sehen wir mal den Nasdaq Future. Also den Dezember-Future, der im Dezember also ausläuft. Und wir sehen, wir sind zunächst mal dann im europäischen Handel wieder nach oben gegangen und dann ging es schrittweise nach unten mit einem Spike nach unten nach eben 14:30 deutscher Zeit den US-Erstanträgen und dann aber Renditen wieder ein bisschen zurück. Aktienmärkte, vor allem der Nasdaq dann auch wieder nach oben. Ich glaube, der war weit über 1% schon im Minus, um dann sogar leicht im Plus zuletzt gewesen zu sein. Hier sehen wir mal, dass jetzt eigentlich die Differenz zwischen Growth, also meistens Tech, und Value so groß ist wie never. Hier im Vergleich Russell 1000 Growth Index und Russell 1000 Value Index. Also die Lücke ist schon verdammt groß. Die ist größer als in der Dotcom-Blase. Es geht also um Bewertungen. Und natürlich gibt es da Firmen, die richtig gutes Geld verdienen, Alphabet, Apple etc. Und dennoch sind die Bewertungen sehr, sehr hoch bei diesen Aktien. Gar keine Frage, von den unprofitablen Tech-Unternehmen, da brauchen wir gar nicht zu sprechen. Und wir sehen hier mal, dass eben dann jetzt diese Santa Claus Rally, die Weihnachtsrally eigentlich erwartet ist. Jetzt ist es aber so, dass die Fondsmanager öfter mal dann Anfang Dezember ein bisschen umschichten müssen. Wir wissen ja aus vielerlei Umfragen, etwa Bank of America, dass diese Fondsmanager massiv übergewichtet sind in Aktien, vor allem in Tech-Aktien. Und man muss dann in der Regel zum Jahresende hin eine Quote haben, eine definierte Quote, zum Beispiel 60-40 zwischen Aktien und Anleihen, muss dann also in der Regel etwas die Aktienquote reduzieren, was dann in der Regel saisonal eben Anfang Dezember nochmal eine gewisse Schwäche bringt. Aber wir sehen jetzt eben auch diese hawkische Wende der Fed und wir sehen, hier unten, das ist mit dem Pfeil nach oben, dass da die Volatilität des Nasdaq deutlich gestiegen ist. Selbst heute, wo eben die Dinge sich dann wieder erholt haben, sehen wir eine doch sehr, sehr starke Volatilität. Untypisch für diese Jahreszeit, unmittelbar vor Thanksgiving, gehen normalerweise die Kurse gemütlich nach oben. Hurra, Weihnachtsrally, Thanksgiving, morgen ja kein Handel, am Freitag nur ein verkürzter. Und wir sehen auch, wie groß die Nervosität ist bei den unprofitablen Tech-Unternehmen. Wir sehen das bei meiner zweitbesten Freundin Cathie Wood, war die Frage, ja, welche ist die beste? Die werde ich gleich beantworten, diese Frage. Wir sehen auf jeden Fall der ARK Innovation von Cathie Wood 16% im Minus year to date, während der Triple Q, also das Nasdaq ETF, Nasdaq 100 ETF 26% im Plus, ist der Spider, also praktisch der S&P 500 25% im Plus. Da läuft also schon manches direkt auseinander. Auseinander laufen die Dinge auch in der Türkei. Wir haben heute gesehen, dass die türkische Lira sich wieder erholt hat. Warum? Weil türkische Banken massiv Dollar verkauft haben. Angeblich, weil es doch so viel Nachfrage nach ausländischen Währungen gibt. Ja, okay. Das ist natürlich der Fall. Viele Geschäftsleute können nur noch mit Fremdwährungen bezahlen. Da akzeptieren die Lieferanten, die Zulieferer gar keine türkische Lira mehr. Deswegen brauchen die schon diese Fremdwährungen. Aber das ist natürlich schon der Versuch, hier die Lira zu stützen. Aber die Banken haben eben nicht unbegrenzt Dollars, die türkischen. Dementsprechend ist das wahrscheinlich nicht
von langer Dauer, was da passiert. Apple hat jetzt in seinen Apple Stores offenkundig mitgeteilt, dass man mit Lira jedenfalls keine Apple-Produkte mehr bezahlen kann. Das sind so die ersten Anzeichen einer Insolvenz. Jetzt kommen wir nach Deutschland, wenn wir schon von Insolvenz reden, meine Damen und Herren. Wir hatten heute eine IFO, fünfter Rückgang in Folge der IFO-Index. Die Erwartungen sinken. Und eine deutliche Mehrheit, so hat das IFO heute ausgedrückt, der Unternehmen will demnächst die Preise anheben, weil eben jetzt die gestiegenen Inputkosten auf die Marge drücken. Wir sehen, dass hier überhaupt keine Entspannung in Sachen Bottlenecks, in Sachen Lieferengpässen der Fall ist. Wenn wir uns diese Grafik mal anschauen, Supply Shortages, also Lieferengpässe, sehen wir in der Eurozone. Da geht es weiter nach oben, da ist überhaupt keine Entspannung zu sehen. In den USA haben wir jetzt mal so einen Tick nach unten gehabt. Wir sehen also so ein kleines Auseinanderdriften. Die Frage ist, wie lange dauert dieses kleine Häkchen nach unten bei den Amerikanern? Das werden wir sehen müssen. Apropos Amerikaner, apropos Euro, apropos Bundesbank, apropos EZB. Jetzt hatte die SPD hat wohl das Recht, jetzt eben den nächsten Bundesbankchef zu ernennen. Das soll noch in dieser Woche passieren. Der scheidende Bundesbankchef Weidmann hat die Dinge nochmal auf den Punkt gebracht. Labor shortages have increased. Upside-Risiko, also Aufwärtsrisiko für Inflation. Wir sehen alles, das Wirtschaftswachstum wird deutlich schlechter sein als erwartet. Also Weidmann hatte nochmal die Dinge auf den Punkt gebracht. Wer wird Nachfolger oder Rin? Isabella Schnabel, die ist eine Frau, das wäre schon mal ein Vorteil. Der Marcello Fraccherino müsste dann ein bisschen was tun, damit er auch ins Camp der Frauen kann, um seine Chancen deutlich zu erhöhen. Aber Marcello ist bekanntermaßen ein Sympathisant der SPD. Vielleicht kann er die verbliebene Zeit noch nutzen, um sich ein bisschen ranzuschleimen. Mal schauen, ob es passiert. Apropos Marcello Fraccherino, das DIW, dem ja Marcello Fraccherino vorsteht, hat heute in einer herrlichen Satire, könnte man sagen, wenn man keinen Humor hat, oder wenn man Humor hat, würde man sagen, das ist eine Satire. Warum ist das überhaupt kein Problem, ist jetzt die 6 AKWs, die Kernkraftwerke abzuschalten? Das soll ja bis Ende 2022 passieren. Bis Ende 21, drei dann bis Ende 22. Claudia Kempfert, eine Dame, die sehr erstaunlich empfinde, das sind für mich die sogenannten Butterlindner-Linken. Also das sind die, die links reden und rechts leben, also links sprechen, aber dann bei Butterlindner einkaufen. Sie kennen vielleicht dieses Feinkostgeschäft, da kenne ich eine ganze Menge solcher Leute, die ganz links sind, aber dann sich's doch ziemlich gut gehen lassen. Jedenfalls hat man hier gezeigt, also das ist überhaupt kein Problem mit der Abschaltung, da wird der Strom wird nicht ausgehen. Gell, die Abschaltung ebnet den Übergang zum überfälligen Ausbau der erneuerbaren Energien. Kernenergie wird von Anfang an unwirtschaftlich, ja, das stimmt natürlich, und geprägt von nicht kalkulierbaren Risiken, wobei die offenkundig abnehmen durch die etwas verbesserten Technologien, aber sei es drum. Also die Überlegung ist, wir schalten erstmal ab und dann sind wir ja gezwungen, die erneuerbaren Energien weiter auszubauen. Aber was ist, wenn die Sonne nicht scheint? Wobei Sonne spielt gar nicht die Rolle, sondern Wind. Was ist, wenn der Wind nicht weht? Dann hätte man ein Problem. Zumal haben wir das Problem ja auch, dass wir den Strom nicht von Nord nach Süddeutschland so richtig transportieren können. Also das ist so eine Wette, die man da eingeht. Okay, wir schalten erstmal ab und dann schauen wir schon, wie es geht. Das haben wir ja gezwungen, erneuerbare Energien hier deutlich auszubauen. Wir sehen inzwischen, der Gaspreis am Terminmarkt Europas steigt weiter. Wir sehen, dass die Gaslager, hier diese dunkelblaue Linie, die sind nach wie vor sehr, sehr leer und werden sich weiter leeren, saisonal bedingt eben, weil jetzt mehr geheizt wird, dadurch mehr Gas dann aus den Lagern rausgeht. Das ist in den USA übrigens ganz ähnlich. Also das wird ein lustiger Winter. Das Wetter soll ja, ich weiß, Sie haben das jetzt schon vermisst, wann kommt eigentlich die Wettervorhersage? Mache ich morgen vielleicht. Morgen ist ja Feiertag. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Da mache ich vielleicht eine anständige Wettervorhersage, gell? Jetzt bleiben wir hier bei der Energiethematik. A European Energy Crunch. Wir sehen heute das erste Mal in Frankreich etwa die Day-Ahead-Preise für Strom über der Marke von 300 Euro pro Megawattstunde. Das ist also ein neuer Rekord. Und die Franzosen haben zumindest nicht vor, ihre Atomkraftwerke abzuschalten. Ja,
Was wird jetzt in Deutschland kommen? Der Koalitionsvertrag ist veröffentlicht worden. Wir haben uns das mal angeschaut. Mein Kollege hat sich das mal angeschaut, der Claudio Kummerfeld. Werde ich ihn unter dem Video verlinken. Merkel wollte ja nochmal einen 2-Wochen-Lockdown für alle. Das hat die Koalition abgelehnt, die neue Koalition abgelehnt. Man sieht also jetzt den Machtverlust schon von Merkel. Aber schauen Sie sich mal an, was das wirtschaftlich bedeutet, was man da auf Ideen gekommen ist. In diesem Koalitionsvertrag werde ich ihn unter dem Video verlinken und wünsche jetzt schon mal eine schöne Weihnachtsrally. Morgen gibt es dann die Wettervorhersage. Und jetzt nochmal diese bullische Mütze, meine Damen und Herren. Es gibt unter der Sonne keinen größeren Bullen als mich. Servus und ciao.